Kann das sein, dass die mich nicht finden? Ja, das holen wir sie natürlich auch da, die Box, wenn wir schon da sind. Der Plünderer begnügt sich oft damit, die von hängt? Allen möglichen auf den Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. Oh! Hallo! Punching Balls! Juhu! Yeah, Buddy Buddy! Kann man wirklich nicht weder fressen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur zum Spielen. Tja, ist so. Ich will, dass die verschwinden. Die brauche ich da nicht. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Bum, 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 bum. Ich glaube, die hängen da irgendwie fest, kann das sein? Jo. Die wollten eindeutig zu mir. Uah, war klar. Das war ja so klar. Da sind auch wieder Menschen zum Fressen. Hallo? Da geht's ja ordentlich rund, ne? Dann bringt's ja nichts. Na dann. Hallo Menschi! Hallo Menschi! Hey, da ist ein Bull in der Mitte! Dankeschön! Da kann ich mich in Ruhe, kann ich da hergehen, um Menschen zu fressen. Ach, lecker! Meine Lieblingsmenschen, hä? Huh? Oh! Was? Wieso? Warum kommt das halt besser? Hey, in der Mitte sind ja auch noch welche! Hey, Menschi! Keil ist früher Schlittschuh gelaufen, das stimmt, aber man bekommt keine Stipendien, wenn man einen Big Air Rail Jam gewinnt. Bindi? Ach, das ist wieder ein gejagter Hammer, ja. Na geht jetzt dann endlich einmal leicht die Sonne auf, ein bisschen. Schon genug davon, dass das die ganze Nacht. Ey. Was süß! Jetzt haben wir eigentlich. Ey, cool, da wäre eine Landmarke. Und ja. Na dann gucken wir mal da. Wenn wir schon in der Nähe haben. Gezielt gehe ich jetzt nicht mehr auf die Suche nach den ganzen Landmarken. Kürzlich hat Port Clovis einen Ruf für seine nachgeahmte, politisch verwirrte Straßenkunst gewonnen. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Gut so. Harte Schale. Beim Skatepark haben sich Schildkröten versammelt, um den besten Skater im Land zuzusehen, wenn man L.A., Philipp, Boston und so weiter nicht dazu zählt. Okay. Na dann, Schildkröten, ich will Schildkröten. Machen wir ein Schild. Entschuldigung, wollte nix für euch. Ich will Schildkröten. Viele und jede Menge. Welche Schildkröte kommt meinen Kiefer? Keine. Das ist ernsthaft ein Versuch gewesen. Was ist denn da gerade passiert? Ich glaube, das Schiff ein bisschen zu sehr angeboost.
Töte den Spitzenpredator. Oh, oh. Schon wieder tut er, ne? Oh, shit. Das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Aber was haben wir gesagt das letzte Mal? Ich glaube, wir wissen, wer der Spitzenpredator ist. Wie es Mode in anderen Küstenstädten ist, sind weite Teile der Küste von Port Clovis nun das exklusive Reich der Wohlhabenden. Wer war denn das? Ein Marco und ein Schwertfisch. So, wo ist der Schwertfisch? Hallo? Ein Albino! Na schön! Naja, das geht ja noch. Ein Albino, den nehmen wir gerne. So, jetzt wieder zurück in dieses komische Aquarium. Da ist der Eingang. Bin ich gespannt. Die Analyse der Küstengewässer zeigt, dass der Besitzer des Gebiets eines Tages einen netten Scheck des National Flood Insurance Program erhalten wird. Ja, von mir aus. Ich weiß manchmal nicht, wo er da herredet, aber... Er ist auch... Ein schwarz-weißes Tier greift an. Der Orca. Shit, Mann! Er schaut grantig! Der schaut direkt grantig aus! Wow. Au! Hey, 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 cool bleiben. Level 40! Okay, wir brauchen eine neue Taktik. Könnte sein, dass der sogar... Ja, da komm ich weiter. Ha, ha. Wer ist hier? Der Spitzenpredator. Du bist es nicht. Ja. Bist du ein lieber Orca? Du bist kein Freewilly. Jo. Geh aufs Maul. Du wirst mich nicht besiegen. Es war dein Schwanzfloss zu Schlag. Armselig. Ist es ja. Hallo, Freund. Au! Ja, war gut. Es war vielleicht doch knapper als gedacht. Ja. Ist schon recht. Hey. Ja, wo kommst du denn daher? Oh, die Rückenflosse fehlt ihm. Er ist nicht ohne Grund Killerwal. Er schaut gerade ein bisschen traurig, hä? Nee. Wenn's glaubst, nur. Aber, der schaut so aus. Ein bisschen aufgerissen, Small, hä? Huh? Ist ein bisschen. Wolltest du dich. Au! Ich sollte mal zwischendurch was essen. Hey, gib cool, Alter, Sauce. Das Raubtier liebt das süße, krabbenartige Fleisch des Papageifisches. Du schwimmst schief. Du schwimmst schief. Orca
Koalas waren einst die Hauptattraktion von Meeresthemenparks. Jetzt haben sie noch einen neuen Lieblingstrick. Töten. Den Knochenkopf! Okay, schwer war es jetzt nicht wirklich. Okay, da ist noch eine Höhle, da haben wir aber noch was. Bissiger Bau. Gewalt ist zwar nie die Lösung, aber sie vermittelt eine deutliche Botschaft über die negativen Auswirkungen neuer Küstenbauvorhaben. Bin ich voll dafür. Keine Ahnung, was das bringen soll. Aber, hey, wir dürfen Menschen töten. Und nicht nur töten, wir dürfen sie sogar essen. Guck, guck. Hallo, Menschi, Menschi, Menschi. Menschi, Menschi. Das ist schon weit weg, gell? Das da hinten, da ganz hinten, schaut das so aus wie... Das müsste da hinten sein, wo wir damals mit unserer... Wo wir unsere Mutti gespielt haben. Schon irgendwie, oder? Ich muss mir kurz die Nase kratzen. Es ist phänomenal wieder. Und jetzt gehen wir Menschen fesseln. Das schaut da hinten schon so, aber wo ist sowas? Na schön. Na, hier ist ja wenigstens einmal was los. Hey, ja, 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 ja. Haifischjäger jagen aus demselben Grund wie wir alle, um die innere Leere zu füllen. Ei. Hey, Menschen im Wasser. Uah. Die holen wir sie noch, die Menschen. Und dann werden wir sie halt noch anholen. Am Jäger. Wollen wir gerade Menschen in die Luft springen? Kann das sein? Wait. Hallo? Entschuldigung! Ich bin ja nur auf der Durchreise. Ich hol mir nur einen Snack. Ja! Mit zwei Menschen für einen nur gekriegt? Das ist eine Frechheit. Ja, Gott, Clovis ist in den letzten Jahren wirklich aufgeblüht. Ich habe etwas Geld da reingesteckt. Das wird ein Lasertag Freizeit. Was? Juhu, kommt schon her! Ja, du wirst Gott begegnen. Weil ich hab dich gefressen. Na, endlich wieder mal ein bisschen. Menschenfleisch. Da ist wieder ein Taucher, ha? Ich liebe Taucher, aber... Mir ist doch lieber, ich hol sie mir. Und die Puppe. Hallo? Ich hasse es nur, dass sie es dann in die Boote verstecken und trotzdem noch rausschießen können. Ich meine, der ist jetzt nicht im Boot, den muss ich mir erst oberpicken gerade. Oh, da ist wieder der Taucher. Hey, das kleine Boot ist ja cool. Na komm her. Nix da. Der lebt sogar noch. Na dann. Der nimmer. Den hab ich erwischt. Boah, das schießt es aber ordentlich. Da schießen die Preisen aber ordentlich. So. Hallo Jäger. Boah. Könnt ihr so angreifen, dass ich euch schön overpicken kann? Muss ich das immer so kompliziert machen?
Ey, schießen die auf mich! Ich habe gar nichts getan! Lecker! Ey, wo kommt denn das Boot auf einmal wieder daher? Das würde eigentlich. Ja, genau. Das ist mir schon am Nerv gegangen. Putsch. Hoppala. Aber da ein Fahrer eigentlich. Oh, Dynamit. Ich werde es euch geben mit euch an Dynamit. Wir fangen ja wirklich mit Dynamit! Die Wahnsinnigen! So, lecker! Ist denn die Boote vorhin immer größer? Hey, hey, cool bleiben! Dieser Shark! Wir sind Haijäger und sind überrascht, dass da ein Hai. Von Metallen und Kohlenwasserstoffen im Wasser zeigen, wie weit der Golf sich verändert hat, seit Amerigo Vespucci 1497 hier ankam. Von mir aus, ich tue schon wieder zwischen Gebiete wechseln. Es ist zwingend notwendig, dass wir die maximalen Ressourcen verbrauchen, bevor die Apokalypse der Erde unaufhaltsam ist. Was redet der für einen Schwachsinn gerade daher? Boah! Aber der ist dann voll mit einem Dings erwischt. Der ist rechts aber jetzt nochmal da. Die Boote ein bisschen. Reduzieren wir mal da ein bisschen. Kann ja nicht sein. Ja, ja, Dynamit, Dynamit, das kennt's. Der Ozean ist eine Quelle des Lebens, der Inspiration und der ewigen Erneuerung. Aber größtenteils existiert er, damit die Menschen ihn ausbeuten und kommerziell nutzen können. Natürlich. Wiege! Wie weit sind wir denn? Es dauert das schon lange. Wie interessant ist es dann schon, bis da wirklich einer kommt. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Hast du was gesagt, Punk? Hä? Wie mit einem Schmorn-Dynamit? Bah! Der Leonardo DiCaprio! Also, kann es sein, dass da schon wieder irgendwo Tauchen unterwegs sind? Hey, Fischerboot! Die Menschen haben weniger als 5% unserer Ozeane erforscht. Somit gibt es noch unzählige Schätze, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Hey, was bist du? Du bist hier! Endlich wieder mal! Aufgrund der zunehmend ungeschützten Küstenlage von Caviar Key verursachen Stürme, die vor 3 Jahrzehnten nur geringe Auswirkungen hatten, heute erhebliche Überschwemmungen. Irgendwie kann das sein, dass man Menschenfleisch gar nicht so viel bringt. Hey! Hey, hey, hey! So geht es nicht, Freunde. Hey, da ist ein Digga. Und wieder ein Boot versenkt. Wir sind gut. Na komm her, na komm her. Oh, ist das leicht gestrandet? Hey. Etwas nähert sich. Hey. Du lebst doch noch.
Der vernünftige Artenschutz hatte in Port Clovis noch nie Priorität. Und so beginnt die Amateurjagd. Ja, na Gott sei Dank, mal wieder so kleinere Boote. Nicht solche Riesen. Die kleineren sind ja kein Problem. Der Pikmus ist halt noch der Reihe ober. Wobei, die haben auch so einen depperten Wachel. Aber trotzdem, das sind, die erwischen wir leichter. Hey, oh. Jetzt ist da aber schon einiges los. Erst. Diese Taucher! Oh, diese Taucher! Alter! Jetzt wird er aber grantig! Prank! Genau, Hilfe! Na, wirklich! Er ist im Wasser! Welche Sensation! Ein Wahnsinn, ein Heimwasser! Das ist was Neues! Ruft National Geographic an! Ja, was ist? Ich komme gerade wirklich vor wie beim Weißen Hai. Kann es da gerade sein, dass das Boot irgendwie komplett in die Luft gesprengt hat? Hey, hey, hey. Yikes! Freut euch! Ihr werdet der Nahrungskette hinzugefügt. Ey, dieser verdammte Jägertocher. Der nervt ja wirklich. Boah, den habe ich aber schön übergeholt. Hey. Ich erwische keinen einzigen Jäger. Hey. Jetzt habe ich an. So geht das nicht, Freunde. Ich sollte dann einmal auf der Gesundheit wieder schauen, ne? Das geht noch ein bisschen. Hey, ich glaube, das schafft man noch. Also wenn sich dann wieder etwas nähert, können wir wenigstens wieder mal mäßig ein bisschen die Fische zur Umgebung holen. Ohoho. Da soll einer was sagen, wir haben das Boot zerlegt. Viele Kinder träumen davon, zur See zu fahren und ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, Haie in die Luft zu sprengen. Mama Maybell ist auf der Suche nach dir. Ich kann noch ein paar Menschen holen, das ist die Linie so schön am Strand. Immerhin, die sind da ganz entspannt, liegen die da am Strand. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Die zahlungskräftige Zeitbombe. Mama Maybell. Ah, ist das die Mafia-Braut? Ah!
Ich hole mir die Mama. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo bist du? Mutti! Thanks! Sie ist sicherlich auf der Yacht. Die Fluten der Erde bewegen sich konstant um den Globus. Das gibt's doch nicht. Was steckt denn nicht da drin an? Komm zu mir. Komm zu mir. Jawohl. Jetzt bist du mir ausgeliefert. Mehr als 3/4 der Erdgeschichte war das Land unbewohnt und es gab weit und breit kein einziges Mama! Hotel. Hehehe, komm schon, Mama. Sicherlich zu den berüchtigsten Kapiteln das hast du Mama davon. Zwischen Mensch und Hai gehören. So, aber jetzt. Genug ist genug. Anstrengend. Okay, da müssen wir also her. Die beste Höhle kommt zum Schluss. Entschuldigung. Diese letzte Grotte wird stolz präsentiert von Jahrtausenden von Wasser- und Winderosion. Ich suche die Golfgrotte. Ja, wo ist sie denn? Na dann. Does this smell unusual? Or is that just poor clothes? Ich hab's das Gefühl, dass hier einige Gegner herumsahen. Jei. Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Tja, das ist doch gut so. Dann schauen wir mal in die Grotte. Aus dem haben wir einen Knochenkopf auch schon bekommen. Den hätte ich vielleicht jetzt dann brauchen können. Wurscht, wir haben es trotzdem geschafft. Bei Jäger... Okay, das macht man dann noch. Wenn ich dann den Knochenkopf sowieso ausrüsten muss. Der gemeine Delfin unterscheidet sich vom Pompano-Delfin durch seine konkave After. Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Wir sind das erste Mal hier. Oh Mann. Na gut. Dann schauen wir mal. Mama Maybell. Ein hochrangiges Mitglied der Verbrecherfamilie Antolini. Sie hat für sich entschieden, dass das Hai-Problem sich zu negativ auf die Profite ihrer Familie auswirkt und sie es selbst lösen will. Der Hai wird bei den Fischen schlafen, anders als er es sonst tut, denn er wird tot sein. Da habe ich jetzt aber gelacht. Kopf! Wir haben einen Knochenkopf! Diese Evolution schützt deinen Schädel mit einem unzerbrechlichen Knochenhelm. Wow! Krass! Wenn ich das Ganze ausrüste, bekomme ich noch 6% Schadensreduzierung. Ich glaube, ich muss den Schwanz austauschen. Rahmschaden, Widerstand gegen Rückstoß durch Bootsbesatzung. Ey. Rammkraftbonus und Schadenswiderstand. Das wird gleich einmal verbessert. Geht nochmal. Ja. Wow! Schauen wir krass aus! Da wäre mein Schwanz aber auch noch. Ein Knochenschwanz. Das ist zwar der andere, trotzdem. Geschwindigkeit, Schwimmgeschwindigkeit, aber. Schaden, Rahmschaden, ja.
Den können wir noch einmal aufbessern, gell? Ich glaube, einmal geht noch.